Servus Guys, euer Sweater back am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal und damit herzlich willkommen heute zum zweiten Teil des FAQs, welches ich ja schon letzte Woche begonnen habe mit euren kritischen Fragen und heute geht es weiter mit Fragen über YouTube und über meine Ziele auf YouTube, Jungs. Und dazu wollte ich unbedingt nochmal einen extra Part machen. Ich weiß, habe euch eigentlich versprochen, dass ich das Ganze bei einer mega geilen Location mache. Das Ganze habe ich jetzt nicht wirklich hinbekommen. Kurz vor Weihnachten denken ja alle unbedingt, 1000 Arbeiten die Woche schreiben zu müssen. Deswegen ist das gerade eben so. By the way, Jungs, danke für das Erreichen von 700 Abonnenten auf meinem Kanal. Ich bin dafür mega, mega dankbar. Danke an alle, die neu dazugekommen sind und hoffentlich noch bleiben werden. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, fangen wir an. Ein guter alter FIFA King YouTube, eigentlich ein ganz guter Kollege von mir, fragt: Was hältst du von KuchenTV? Erstmal danke für die Frage, Diggi. Und was halte ich von KuchenTV? Ich persönlich bin ja auch ein Meinungsblogger und muss sagen, dass KuchenTV das Beste ist, was aktuell die Meinungsblogger-Szene zu bieten hat. Ich muss sagen, seine Videos sind absolut genial strukturiert. Er nimmt den Gegner schon reihenweise wirklich auseinander, so wie er das Ganze macht, wie er seine Videos gestaltet. Super strukturiert, wie gesagt, auch seine Gang, die er da um sich drum herum hat, mit zum Beispiel einfach Manuel und John F. Not Kennedy. Alles richtig, richtig gute Kritiker, muss ich sagen. Die wissen auf jeden Fall, worauf es ankommt. Bei KuchenTV gibt es natürlich noch den ein oder anderen Fakt, den Leute kritisch bei ihnen sehen. Da wäre zum Beispiel der schwarze Humor. Dazu muss ich sagen, den finde ich jetzt auch nicht jedes Mal sehr gut. Manchmal geht es auch für mich persönlich zu weit, aber ich denke, dass wenn man zu ihm vielleicht auch einen schwarzen Humorwitz sagen würde, denke ich, würde er den auch ganz gut und vielleicht sogar drüber lachen. Also ich würde das jetzt auf keinen Fall ihn da negativ zur Last legen. Er ist ein YouTuber, der auch jemanden mehr oder weniger ein bisschen triggern kann durch einige Aussagen. Klar, es wäre langweilig, wenn er die ganze Zeit nur fachlich versucht, irgendjemand zu zerstören, sondern so ein kleiner Diss, so ein gezielter, so der ganz tief in den Gegner reingeht, sodass der sich angegriffen fühlt und auch gleich wieder ein Video macht zum Ausrasten. Das macht er schon mal richtig, richtig gut, muss ich dazu sagen. Von dem Kollegen kann man sich einiges abschauen und ich persönlich schaue mir seine Videos sehr, sehr gerne an. Sei es was auch immer, ich finde es nicht schlecht gemacht, auch einige Comedy-Formate. So vom Ding her finde ich nicht schlecht. Der gute alte Marvin's United fragt: Deine Meinung zu den Lifestyle-YouTubern, wie zum Beispiel KS3, Krappi und Miguel Pablo? Was soll man sagen? Zu KS3 und Krappi muss ich sagen, als ich jünger war, als ich 14 war oder so, habe ich die abonniert wegen den ganzen Fußball-Challenges und damals war es vielleicht noch cool, dass sie die ganze Zeit rumgeschrien haben, wie es jetzt zum Beispiel bei der jüngeren Generation wahrscheinlich auch bei anderen Fußball-Challenges der Fall sein wird, aber irgendwann wächst man so mit der Zeit und dann ist für mich irgendwann KS-Freak ein bisschen stehen geblieben und ich muss sagen, vielleicht oute ich mich damit. Martin fand ich zum Beispiel noch nie lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Was sie auf jeden Fall nice produziert haben, war jetzt, was ich mir das letzte Mal von den beiden großartig angeguckt habe und sehr gerne war, der König von Griechenland, wo die beiden so wie bei Joko gegen Klaas irgendwelche Challenges gegeneinander gemacht haben. Das hat mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen. KS-Freak, muss ich sagen, Tunnelblick war ein richtig guter Song und Nur mit dir, also das, wo er über sein Auto singt, die fand ich ganz in Ordnung. Die restlichen haben mir jetzt nicht so gut gefallen und ich muss sagen, mit diesem Disrespect-Song hat er für mich den Vogel abgeschossen, weil ja, das hört man einfach raus. Und in dem Video hat er sich auch 40 Mal selbst widersprochen, haben ja schon andere YouTuber eine Meinung drüber rausgebracht. Zu Miguel Pablo muss ich sagen, ja, den habe ich jetzt eigentlich nicht so verfolgt. Klar, dieser Beef mit Heracher damals und natürlich das, was jetzt mit seinem Drogenkonsum und mit seiner Krankheit ist, mit seiner Psychose, das hat man schon mitbekommen. Ich muss sagen, Respekt, das mal wirklich so an die Öffentlichkeit rauszutragen, dass das mal einer wirklich Real Talk drüber spricht. Über seinen Absturz, das machen ja nur die allerwenigsten und ich muss dazu wirklich sagen, Respekt dafür, dass er das Video gemacht hat, nur. Dann hat er wieder versucht, in dem nächsten Video wieder so zu sein wie früher, in Anführungszeichen. Das wirkt dann natürlich absolut unauthentisch, aber ich muss sagen, wenn guter Wille dahinter steckt, dann kann einiges gelingen. Und natürlich von meiner Seite aus an Miguel Pablo, gute Besserung etc. Es geht immer weiter und dass du deine Krankheit da schnell wieder bezwingst. Der gute alte Fails in Games fragt: Wer ist mein Lieblings-YouTuber? Mein Lieblings-FIFA-YouTuber? Wer ist das? Es ist
FIFA Goals United. Ich muss sagen, zwei der kreativsten FIFA-YouTuber, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, die haben immer eine gute Idee. Die schaffen es jedes Mal aufs Neue, mich für ihr Video zu begeistern, sich das anzuschauen. Egal ob bei für Sky oder ob die auch ihre Fußballaktion da besser vermarktet haben, als der Rest, der dort mitgespielt haben. Ich muss wirklich sagen, bei denen ist auf jeden Fall Spannung geboten und die feiert die Battles zwischen den beiden extrem. Viele sagen ja, die müssten mehr mit anderen FIFA-YouTubern aufnehmen, aber ich feiere es auch so, wenn die das machen. Und vielleicht machen sie nochmal ein 2-vs-2-Squad-Builder-Showdown gegen Tizzy Schubech. Das fand ich auch gar nicht so schlecht. Das wären jetzt meine Lieblings-FIFA-YouTuber. Danach kommt noch ein Stück weit dahinter der gute alte Prones. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Was ist mein Ziel auf YouTube? Fragt der gute alte FIFA-Tag. Mein Ziel auf YouTube ist es, so ein bisschen meine Kreativität ausleben zu können, dass ich ein paar neue Leute kennenlerne und das habe ich auch getan in der kompletten Zeit. Das werde ich aber gleich noch in der nächsten Frage, in der letzten Frage dann noch drauf eingehen. Und abotechnisch würde ich sagen, ist mein Ziel auf YouTube so nah wie möglich an die 10k ranzukommen. Ich weiß, das klingt unrealistisch für mich, ich weiß es auch selber, vielleicht mal so 5, 6k zu schaffen, wäre eigentlich schon mal ganz fresh, vor allem ein YouTuber mit meinem Content, der jetzt absolut natürlich nicht großartig von irgendjemandem hochgepusht wird. Ihr wisst ja, ich bin jetzt aus der FIFA-Szene mehr oder weniger rausgetreten. Und die letzte Frage kommt vom guten alten Panda. Shoutout noch einmal dafür. Durch den habe ich eine Elgato gewonnen, die ich immer noch nicht hinbekommen habe anzuschließen. Die ganzen Materialien liegen hier drüben. Ja moin, ich krieg's einfach nicht hin, weil ich mir immer irgendwie mein komplettes Wochenende zubaue. Er fragt, wie hast du die Sweater-Crew kennengelernt? Und das wollte ich eigentlich vielleicht nochmal ausführlicher im Jahresabschluss erzählen. Ich kann es euch aber jetzt mal in der Kurzfassung machen. Die Sweater Crew hat eigentlich angefangen mit FIFA Joker, der jetzt ab und zu mal in den Streams mit dabei ist. Mit dem habe ich YouTube gestartet. Lange Rede, kurzer Sinn, haben da eine Weile rumgemerkt. Dann habe ich meine erste Ansage für ein CVC gemacht. Dadurch kennt mich mehr oder weniger Mysterium und hat mich circa 20 Tage später angeschrieben, ob ich ihm helfe bei einer Ansage gegen Nitz FIFA. Ich habe es eigentlich damals abgelehnt, weil ich es nicht richtig kapiert habe, was er von mir wollte. Dann war ich mit ihm an der Party, hat er mir das erzählt und er kann es euch bestätigen. Ich habe gesagt, Diggi, morgen wird sofort aufgenommen. Und so habe ich dann Mysterium kennengelernt. Ein richtig, richtig, richtig guter Freund von mir, muss ich sagen. Mein engster Vertrauter hier auf der Plattform. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dich kennengelernt zu haben, Digga. Es ist mir eine absolute Ehre, das heute alles mit dir zu bestreiten, weil der ist bei mir eher so im Hintergrund mit im Kanal. Er hilft mir sehr, sehr gerne bei der Themenfindung und auch bei weiteren Sachen. Und durch die Ansage, die ich mit Mysterium an Nitz FIFA gemacht habe, haben wir dann Break FIFA in einem Stream kennengelernt. Und Break, ja, hat das Video dann auch bei sich gereuploadet, so entstand zumindest dann der Kontakt zu ihm. Dann gab es natürlich noch den einen oder anderen weiteren, da gab es einen Dream FIFA, mit dem ich jetzt absolut nichts mehr zu tun hatte. Der war einfach ein Zuschauer von mir, der dann auch irgendwann mit YouTube angefangen hat. Und Let's Gaming, was du ja auch wissen wolltest in der Frage, kenne ich dann mehr oder weniger durch Break. So richtig im Kontakt sind wir aber erst getreten beim Break FIFA Bundesliga Cup, wo ich dann gegen den Kollegen gespielt habe. Und dann ist er ja dann irgendwann auch zu uns in die Sweater Crew gejoint. Ihr wisst ja dann, wie es ausging. Es endete mit einer Ansage von Break FIFA an mich, an uns und mit einem Reaction-Video von mir. Heute sind wir eigentlich ganz gute Kollegen, muss ich dazu sagen. Aber es ist natürlich nach wie vor ein bisschen komisch. Aber ich würde sagen, ich bin hier mit Mysterium, Joker und mit meinem Designer Chromaine richtig gut aufgestellt. Drei Leute, die wirklich, wirklich hinter mir stehen, die mir absolut helfen, Jungs. Ich danke, dass ihr mir da so geholfen habt. Nochmal Shoutout an Chromaine für das geile Kanalbanner und für das geile Kanalbild. Bin ich echt dankbar dafür. Haben ja viele andere YouTuber auch gesagt, dass es nice ist. Da gibt es natürlich auch noch Leches. Den habe ich damals durch Zufall kennengelernt, indem ich auf ein Video von ihm drauf gestoßen bin. Habe ihn immer ab und zu in die Kommentare geschrieben und dadurch ist dann ein sehr, sehr enger Kontakt entstanden, Jungs. Und ich würde sagen, Jungs, das war's hier mit dem FAQ eigentlich, mit dem zweiten Teil, Jungs. Ich hoffe mal, ich kann das nächste Mal wirklich mal das Ganze an einer geilen Location machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Da checkt doch gerne eins meiner letzten Videos aus. Müsste oben in der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung verlinkt sein, Jungs. Ich würde sagen, euer FIFA-Sweater ist raus. Macht's gut, haut rein und ciao. Abo wäre Babo, immer dran denken.